Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier und herzlich willkommen zur 75. Folge der Serie auf Brille zum Titel. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's mal weiter mit WWE und die Kommentare in den letzten Folgen, Alter, überall stand immer: Du vernachlässigst WWE, was ist denn da los, wann kommt WWE wieder? Also es haben jetzt nicht so viele geschrieben, aber ein paar haben es geschrieben gehabt, Leute. Und ich habe euch auch gesagt gehabt, WWE macht momentan nicht mehr so viel Spaß, wie es damals gemacht hat, weil es ist fast immer wieder dasselbe. Die letzte Folge war zwar geil, da war es das Royal Rumble, das hat übertrieben Bock gemacht, weil das mal Abwechslung war. Weil sonst hat man immer jetzt hier, okay, jetzt Kämpfer gegen Mark Henry, dann Kämpfer nächsten Kampf gegen den, ja super. Immer diese gleichen Kämpfe, nichts von der Story ändert sich oder so. Das finde ich halt ein bisschen blöd bei dem Spiel. Deshalb müsst ihr mich auch verstehen, wenn ich nicht so Lust habe, das Spiel öfter zu bringen. Weil was nützt es mir, wenn ich das Spiel angenommen jeden dritten Tag bringe, aber ich nicht wirklich Spaß daran habe. So kommt es jetzt zweimal die Woche ungefähr oder einmal, ich weiß auch nicht, ich muss mal schauen, wie ich das machen werde. Es soll auf jeden Fall noch zu Ende gehen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich das zu Ende spielen werde, aber ich weiß noch nicht genau, wie oft ich es bringen werde und ich lasse mich auf jeden Fall auch überraschen. Aber heute habe ich übertrieben Bock auf WWE, weil wir haben jetzt circa, glaube ich, 5 Tage Pause gemacht. Und dann nach dieser Pause habe ich wieder richtig Bock darauf, weil es ist wirklich immer da gesagt dasselbe. Und ich hoffe, ihr könnt mich da auch verstehen in der Hinsicht. Und ja, wir haben in der letzten Folge das Royal Rumble gewonnen, Alter. Das war übertrieben krass, dieses Match gewesen. War zwar etwas kurz, aber wir haben es für uns bestreiten können. Hier sehen wir momentan, wir haben einen aktuellen Rivalen. Das ist ein Fragezeichen-Gegner. Und es haben so viele geschrieben, ich soll mit The Rock die Tag-Team-Partnerschaft beenden, weil er ist vielleicht der Rival oder keine Ahnung, irgendwelche Spekulationen waren da in den Kommentaren, Alter, Spekulatius. Boah, krieg ich direkt Bock auf Spekulatius, Alter, nicht schlecht, ey. Ja, unser nächster Gegner ist ja Mark Henry und ich denke mal, dass wir gegen ihn kämpfen werden, Leute, weil er ist momentan, glaube ich, auf Rang 2 müsste es sein. Genau, Mark Henry auf Rang 2, dann Big Show und Brock Lesnar, wir sind momentan noch auf Rang 6, also der ist 4 Plätze vor uns, deshalb werden wir diesen Kampf auf jeden Fall machen. Ich habe euch ja gesagt, alle, die vor uns sind, diese Kämpfe werden wir machen, außer wenn sie doppelt sind, dann würde ich sagen, Leute, geht's auch direkt los. El Rille ist wieder da. Erster Kampf, los geht's. So, Leute, es wird mal wieder Zeit für eine geile Ansage für El Rille, ihn im Stadion wieder willkommen zu heißen vor seinen Fans, die schon lange auf ihn gewartet haben. Hier ist er wieder. Und da, bam, bringt er das Stadion wieder zum Beben, marschiert hier ein wie die Soldaten und läuft hier ganz locker flockig, wie wir ihn kennen, und macht hier nochmal ein bisschen Stimmung, heizt das Stadion ein mit seinen Feuerflammen hier und jetzt geht er auch direkt in den Ring rein und ist bereit für seinen Kampf gegen Mark Henry. Hier die weiße Manteljacke umringt seinen Astralkörper und jetzt betritt er den Ring und ist bereit für dieses Match. Ihr seid es hoffentlich auch und dann geht's auch direkt los gegen Mark Henry. You ready? Let's go! Da ist er wieder, El Rille, bam, der erste Schlag. Wenn man so ein bisschen Pause macht mit WWE, dann macht das umso mehr Spaß, wenn man es wieder zockt. So finde ich das zumindest. Wenn ich das, wie gesagt, jetzt jeden zweiten, jeden dritten Tag bringen würde, würde ich ehrlich gesagt noch mehr die Lust daran verlieren. Aber so habe ich übertrieben Bock auf das Spiel, Alter, weil es dann immer eine schöne kleine Pause dazwischen gibt. Mark Henry macht jetzt erstmal hier ordentlich Welle, wie Tsunami. Eieieiei, jetzt packt er uns hier von hinten. Ja, komm, der will unseren Nacken hier. Nackenmassage, Alter. El Rille, hast du nur eine Massage? Was ist denn da los mit dir, ey? Junge, Junge. Ja, Leute, gestern kam hier wieder Outlast und Walking Dead online, Alter. Outlast, Mann, wie ich mich... Ach, du Scheiße, lässt er uns fliegen. Outlast habe ich mich gestern wieder so krass erschrocken. Das war echt heftig mit dieser Verfolgungsjagd und alles, Mann. Also müsst ihr euch reinziehen, wer das noch nicht gesehen hat. Die Folge kam etwas spät online. Und ich denke mal, der eine oder andere da draußen hatte richtig Angst gehabt, die Folge zu schauen und wollte sie deshalb heute schauen. Aber hat es vielleicht vergessen. Deshalb erinnere ich denjenigen nochmal daran, dass er sich die Folge unbedingt mal reinziehen muss, Alter. Oder auch The Walking Dead. Also momentan muss ich sagen, was mir am meisten Spaß macht auf dem Kanal, ist ehrlich gesagt The Walking Dead, Alter. The Walking Dead macht mir am meisten Spaß. Danach würde ich sagen, ja, ist schwierig, ey, was können wir danach? Pokémon Go macht mir sehr viel Spaß, weil es ist mal was anderes. Ist wie gesagt Vlog und Let's Play gleichzeitig und sowas gab es eigentlich noch nie. Und deshalb finde ich das gerade mal richtig geil, Pokémon Go. Es macht übertrieben Spaß und der Hype ist einfach so krass, ne, wie das auch bei euch teilweise ankommt. Aber ich denke mal, der Hype wird jetzt irgendwann bald vorbei sein, Alter. Vor allem hier bei uns, wisst ihr, was die machen wollen in Düsseldorf? Ihr habt vielleicht diejenigen, die das Let's Play gesehen haben. In Düsseldorf haben wir ja diese Brücke, wo 4 Pokestops auf einmal sind, ne? Und da aktivieren immer richtig viele Leute ihre Lokmodule. Also hat man quasi 4 Lokmodule auf einmal. Und da wollen die jetzt wirklich, die Stadt Düsseldorf, oha, die wollen diese Pokestops entfernen lassen, Alter. Sodass da weil die Brücke ist jeden Tag, immer morgens bis abends, ist die voll mit Tausenden von Leuten, Alter. Okay, Tausend ist übertrieben, aber richtig viele Leute sind immer Pokémon am Zocken. Das geht der Stadt auf die Eier. Das schadet irgendwie dem Ruf der Stadt. Aber ich finde, gerade durch Pokémon Go hat Düsseldorf jetzt auch nochmal so ein bisschen
sage ich mal, Bekanntheitsgrad bekommen, weil das war auch weltweit im Fernsehen gewesen, die Brücke und sowas. Und hier in Düsseldorf echt krass, Mann, Alter, dass die da wirklich 4 Pokestops auf einmal gemacht haben. Aber dann, was ich auch gesehen habe, viele sind momentan mit Pokémon Go am Cheaten. Und ich finde, da macht das Spiel keinen Sinn. Okay, dann kann man natürlich, was weiß ich, da kannst du nach Amerika hin, da kannst du da Glurak fangen, relax, so, was weiß ich alles. Aber du kannst alles von zu Hause aus machen. Ich finde gerade der Reiz bei Pokémon Go ist, dass man einfach rausgehen muss, die Pokémon suchen muss, obwohl es halt alles, wie gesagt, nur ein Spiel ist. Ich finde gerade das macht das so besonders und deshalb kommen die Videos auch, denke ich, so gut an. Weil viele von euch wollen von mir unbedingt Vlogs sehen. Viele meinten, nee, mach mal einen Kanal auf, mach mal einen dritten Kanal auf, Feel Real oder so. Mach da Vlogs drauf. Und deshalb passt das gerade mit Pokémon Go einfach zu perfekt, weil es ist halt die perfekte Mischung aus Let's Play und Vlog. Und das merke ich ja natürlich auch an den Klicks, an den Likes, wie heftig das bei euch ankommt. Alter, Mark Henry ist ja, Mann. Oha. Richtiges Tier, Alter. Komm, wir haben jetzt schon rotes Leben fast. Der hat noch hier gelbes. Wir müssen uns auch mal ein bisschen auf den Kampf konzentrieren. Wir müssen hier gewinnen eigentlich, weil der ist auf Rang 2. Wenn wir diesen Kampf gewinnen, dann können wir, glaube ich, schön nach vorne aufleveln, Alter. Vielleicht können wir einen Rang nach vorne steigen. Eieieiei. Wir haben gleich zum Glück Signature und Finisher. Dann kriegt er erstmal sein blaues Wunder hier, der Mark Henry. Was macht er da? Ich weiß doch gar nicht, was wir momentan als Signature und Finisher haben. Deshalb schreibt mal bitte jetzt in die Kommentare rein, was ihr als Signature und Finisher unbedingt sehen wollt in der nächsten Folge. Weil letzte Folge habe ich nichts lesen können, wo irgendwas drin stand. Ja, nee, mach mal dies, mach mal das. Da stand einfach gar nichts drin. Da soll ich die Moves einfach so gelassen wie beim Royal Rumble. Weil keiner hat sich darüber beschwert gehabt. Alter, der Mark Henry geht ja mal übertrieben. Aber wir haben schon zwar Signature, aber wir müssen irgendwie... Oh, guck mal, der zieht uns jetzt in die Mitte. Der will uns pinfallen, 100%. Ja, der will den Kampf schnell vorüberbringen, aber das kriegt er nicht hin. Jetzt haben wir nämlich unseren Finisher, Leute. Komm, steh auf, El Rille, Alter. Was ist los mit dir? War da 5 Tage hier Pause machen und jetzt kämpft er wie eine kleine Memme. Aber da kommt der Finisher, den Mark Henry kontert. Okay, da merkt man schon direkt, der ist wirklich zurecht auf seinem zweiten Platz. Ich bin noch nicht raus aus dem Spiel, Leute. Deshalb will ich hier dieses Match hier gewinnen. Komm schon. Ich versuche jetzt mal ein bisschen auf das Spiel zu konzentrieren, ja? Ich bin gerade wieder ein bisschen viel gelabert, aber eigentlich mag ich das, wenn ich gleichzeitig zocke und mit euch über gewisse Dinge laber. Ich habe ja vorhin mit euch gelabert, was mir momentan so auf dem meisten gefällt auf dem Kanal. Ja, wir haben jetzt fast die 400.000 Abonnenten auf dem Kanal. Das ist so krass, also wenn man seinen eigenen Kanal so weit nach vorne gebracht hat, das macht einen umso mehr stolz. Und ich bin euch einfach für alles dankbar, Leute, Alter. Das ist echt abnormal. Das wird auch immer krasser, wenn ich in die Stadt gehe momentan mittags. Mir sprechen so viele Leute an, wollen Fotos machen, ey. Das ist einfach nur ein krasses Gefühl, Mann. Das muss ich euch sagen. Und der fickt uns gerade einfach, ja. Alter, okay. Ja, Mark Henry hat uns einfach gefickt. Aber der hat uns richtig zerstört, Leute. Der war aber wirklich krass, Mann, weil er auf Rang 2 war. So gefallen mir die Kämpfe auf Legendär. Ich hasse das, wenn man die Schwierigkeit auf Legendär hat und die ganzen Kämpfer kämpfen alle wie Muschis, Alter. Warum ist jetzt hier alles schwarz, Alter? Hallo? Oha! Was geht denn hier ab? Ich wusste es, dass da irgendwas... Es ist The Rock, er ist zurück. Es muss WrestleMania-Zeit sein. Oh mein Gott, aber was macht er hier draußen? Das ist eine riesen Überraschung. Ey, was geht hier ab, Mann? Das ist doch unser Tag-Team-Partner, The Rock. Du mich verarschen, Alter. Ich schwöre es dir, Alter. Was geht hier gerade verdammte Scheiße ab? Ey, Digga, The Rock. Das ist doch unser Tag-Team-Partner. Aber er ist auch gleichzeitig anscheinend der Rivale. Ey, das ist krass, Mann. Das ist krass. It's a man, but The Rock is cooked. Alter, was geht hier ab, Mann? Jetzt kommt er sogar in den Ring rein zu El Rille. Wir sind doch Partner, Mann. Was geht hier ab? Der zeigt uns, wir sollen gehen. El Rille guckt, glaube ich, selber gerade so ein bisschen verwirrt. Och, du Scheiße, Alter. Jetzt kommt noch... Eieiei, The Authority, Big Show, Kane, Triple H. Alle kommen hier rein. Was ist denn hier los? Verdammte Scheiße nochmal. Da braucht mir noch einen an Küken in der Pfanne, ey. Eieieiei. Vielleicht mussten wir diesen Kampf auch verlieren. Vielleicht hatte man gar keine Chance, ihn zu gewinnen. So, was geht jetzt ab? Was will Triple H jetzt hier von uns? Will wahrscheinlich, dass wir bei der WrestleMania gegen The Rock kämpfen, Alter. Bestimmt. Aktion The Rock helfen. Die Authority helfen. Wir helfen The Rock, Leute, oder? Weil der ist unser Tech, oder? Nein, boah, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, Alter. The Rock ist eigentlich unser Tag-Team-Partner, wollte uns aber gerade hinterlistig hier irgendwie angreifen oder sagen, verpisst euch. Er hat das wirklich zu uns gesagt. Aber wir waren noch die ganze Zeit gegen die Authority
und können es aus diesem Grund jetzt, wir können aus diesem Grund jetzt nicht für die Authority sein. Ich würde, also mein Gefühl sagt, wir sollen The Rock helfen. Komm. Wir helfen The Rock. Eieiei, jetzt geht's ab, Alter, jetzt geht's ab. Komm, ich schnapp mir Big Show und du packst dir Kane The Rock, Alter. Ey, ey. Eieiei, gib dir meinen Rock Bottom. Ach du Scheiße. Boah, Junge, jetzt geht's hier ab, Alter. Eieiei. Ach du Scheiße. Oh nein. Boah, gib dir dem richtig, Terrell. Habt ihr das gesehen? Anscheinend will die Authority gerade nicht hier haben. Oh Mann, das ist großartig, Cole. Wenn jemand die Authority ausschalten kann, dann diese beiden. Die besten zwei in unserem Geschäft. Alter, sowas liebe ich, Alter. Sowas müssten die viel öfter machen. Dann wäre das Spiel auch 100-mal geiler mit solchen Sequenzen. Please welcome my guest tonight. Jo, was geht, kleine Co? Let's talk about The Rock. After The Rock showed up, there appeared to be a little dissension between the authority and you. Would you agree with that statement? Ja, natürlich. Es war doch schon immer heiße Luft zwischen uns und der Authority. Ich konzentriere mich auf das Match gegen The Rock. Das wäre ein Match für die Geschichte. The Rock war früher mein Idol. Auf so ein Match warte ich schon mein ganzes Leben. Warte mal. Auf so ein Match warte ich schon mein ganzes Leben. Das ist eigentlich ein Traum, gegen The Rock zu kämpfen. Aber wir hatten ihn schon gleichzeitig als Tag-Team-Partner. Das wäre ein Match für die Geschichte. Sagen wir es mal so, komm. The Rock versus me? That would be a match for the ages. I am not even going to let the authority mess this one up. I want The Rock, one-on-one. No distractions, no authority. Scheiße, vom Tag-Team-Partner zum Rivalen, Alter, das ist krank. Thanks for the das time. Ist wirklich Back krank, Leute, Alter. Die Story ist gerade perfekt. Vom Tag-Team-Partner zum Rivalen, The Rock gegen El Rille bei der WrestleMania. Verdammte Scheiße. So, Leute, bei SmackDown, unser nächster Kampf, der wird sein gegen Sheamus. Aber gegen den habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock gerade zu kämpfen. Der ist, glaube ich, einen Platz vor uns oder so. Ne, der ist sogar runtergefallen. Mark Henry ist auf Platz 1, Sheamus 7. Ne, diesen Kampf werden wir auf keinen Fall machen, den überspringen wir. War komisch, The Rock ist immer noch unser aktueller Tag-Team-Partner. Alter, richtige crazy Story, Leute, oder? Was geht hier ab? Den Kampf gegen Bray Wyatt können wir, glaube ich, auch überspringen, weil der hat gar nichts bei unserer Liga da. Den nächsten Kampf gegen Bray Wyatt können wir eigentlich auch überspringen, weil der ist nicht in unserer Serie. Den nächsten Kampf gegen Bray Wyatt können wir eigentlich auch überspringen, weil der ist gar nicht in unserer Liga drin, sondern in einer anderen Liga. Das wird einfach keinen Sinn machen. Wir wollen lieber die ganzen geilen Kämpfe zeigen, habe ich euch auch versprochen. Die Kämpfe, die uninteressant sind, die überspringen wir einfach. So, angekommen wieder bei SmackDown. Oh, den kennen wir auch noch, Leute. Roman Reigns, ey, Mann, ey. Bei ihm war es genauso wie, ungefähr wie mit The Rock. Erstmal unser Tag-Team-Partner und dann wurde er zu unserem Feind, Alter. Mal gucken. Ah, er ist leider nicht, ja, guck mal, er ist richtig runtergefallen. Platz 8, das lohnt sich gar nicht mehr, den Kampf gegen ihn zu zeigen. Ey. Auch wenn es eigentlich halbwegs interessant wäre. Bray Wyatt, da ist er doch, der war Rang 9 gewesen. Deshalb, das sind alles uninteressante Kämpfe, die Leute, die alle unter uns sind. Wenn dann gegen Ryback, Daniel Bryan, Seth Rollins, Big Show. Aber Mark Henry hat man auch schon dran gehabt, deshalb auch überspringen. So, wer wird's jetzt sein? Oh, diesmal ist es Big Show, Alter. Also heute gegen Mark Henry und Big Show, die beiden Muskelprotze, sag ich mal hier. Big Show ist auf jeden Fall auf Rang 2, glaube ich, müsste es sein. Ja, deshalb, guck mal, wir haben vorhin gegen Mark Henry gekämpft und jetzt gegen Big Show, das wäre eigentlich nur optimal. Deshalb wird es jetzt unseren zweiten und letzten Kampf gegen Big Show geben. Alles klar, Leute, los geht's. So, Leute, auf geht's gegen Big Show, Alter. Junge, heute mal richtige Kampfbrocken gegen uns. Einmal Mark Henry und dann noch Big Show. Der müsste eigentlich noch richtig aggressiv sein wegen der Aktion, gerade mit The Rock. Da haben wir ihn ja attackiert, so einen richtigen Korb gegeben. Der wollte uns angreifen, diesen Punch geben. Und dann Rille weicht einfach aus und Big Show fliegt aus dem Ring raus. Das war echt peinlich. Aber diesen Kampf, den müssen wir jetzt einfach gewinnen. Ich werde, glaube ich, versuchen, mit Big Show kurz einen Prozess zu machen, ey. Der ist eigentlich genauso stark wie Mark Henry, wenn nicht sogar noch stärker. Aber wir müssen ihm erstmal zeigen hier, wer El Rille ist. Boah, die fallen so schwer um. Das ist, finde ich, echt übertrieben schwer. Aber El Rille, der macht das ganz locker easy und knockt ihn aus hier. So muss es sein. Genau, Leute, wo waren wir stehen geblieben am letzten Kampf? Ich habe darüber gesprochen, was mir so gefällt, was ich noch demnächst bringen werde. Das wollte ich ansprechen. Und zwar, unbedingt habe ich Bock auf Prison Break. Da meint ein paar von euch, ich muss unbedingt das Update von Layers of Fear bringen. Dieses Horrorspiel, das soll übertrieben krass sein. Aber darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock, weil ich habe so einen Schiss vor Horrorspielen, Alter. Das ist einfach nicht mehr normal. Das fuckt mich so übertrieben ab, ey. Das ist. Horrorspiele sind für mich zu krank. Ey, es kommt ja jetzt bald. Kommt ja die Virtual Reality Brille raus. Und stell dir vor, da mit Horrorspiele. Wenn ihr. Ey, wenn ich das machen müsste, ich schwöre es euch, ich würde den Herzinfarkt kriegen. Ohne Witz. Wenn ich so eine Brille anziehe, ich gucke nach links, rechts. Da sind auf einmal. Ich bin in so einem Raum. Wisst ihr, wie ich nicht mehr klarkommen würde? Ich habe ja diese Brille mal angezockt, ne? Als ich in Los Angeles war. Das ist so krass, diese Brille, Alter. Ich hätte das niemals erwartet. Ich habe die aufgezogen und das war so ein Spiel, wo man fliegen musste, ne? Ich ziehe die Brille auf
Auf einmal war ich ganz oben auf dem Eiffelturm in Paris und guck runter und hab gedacht, ich falle jeden Augenblick runter, Leute. Ich schwöre es euch. Das ist so krass, wie die Zukunft sich entwickelt, Alter. Das soll ja auch bald so viel Sachen ersetzen. Es soll bald, also in ein paar Jahren, soll es Unterricht über diese Brillen geben und sowas, dass man nicht mehr zur Schule gehen muss. Dann zieht man die Brille an und sieht mal seine ganzen Klassenkameraden dort. Und das halt in einer richtig krassen Quali oder wenn nicht sogar mit echter Quali. Also das wird echt krass werden. Ich will gar nicht wissen, wie weit die Menschheit in 100 Jahren ist. Aber da werden wir, beziehungsweise ich werde da leider nicht mehr leben. Ihr werdet sicherlich auch nicht gerade das Video sehen. Es sei denn, ihr werdet irgendwie 120 oder so. Bestimmt gibt es da ein, zwei Ausnahmen, die es von euch erreichen werden. Und dann denkt auf jeden Fall an mich. Denkt an mich, wenn es soweit sein sollte. Würde mich echt freuen, Alter. Ja, Mann, Alter. Das ist schon krass, Leute. Das ist... Oha, es geht nie ab, Alter. Kassieren wir einfach so einen richtigen AKO vom Big Show. Oder was war das denn gerade da? Eieieiei. Ja, eine richtige Blamage war das gerade. Und wir haben nicht mal mehr einen scheiß Reversal-Konterbalken. GTA 4 habe ich ehrlich gesagt abnormal Bock. Weil ich finde, immer so ein GTA-Spiel sollte auch zwischendurch drin sein. Und GTA 4 war ja von euch am meisten erwünscht. Vice City kann nochmal demnächst kommen. Aber erstmal GTA 4, da hätte ich übertrieben Bock drauf. GTA 4 und so weiter, Alter. GTA 4, dann kommt noch hier... Es kommen noch so viele geile andere Spiele raus, Alter. Ich freue mich auf das Modern Warfare 1 Remake am meisten, Alter. Da werdet ihr so viel Leidenschaft von mir sehen, das werdet ihr gar nicht glauben können. Da werden mir auch Tränen kommen, Alter. Sage ich ganz offen ehrlich. Wenn ich Modern Warfare 1 spielen werde, da werden mir Tränen kommen, Alter. Weil das ist das Spiel, womit ich groß geworden bin. Das ist einfach so, weil es ist 2007 gewesen oder 2006, wo ich das erste Mal gezockt habe. Das ist 10 Jahre her, Mann. 10 Jahre, Alter. Das ist krass. Guck mal, Big Show geht einfach durch El Rilles Fuß. Jetzt kommt er hier. Whoppa, Junge. Boah, hat er den ausgenockt hier. Komm her, Big Show. Junge, Junge, Junge. El Rille ist jetzt richtig on fire, Alter, weil er gerade das erste Match gegen Mark Henry verloren hat. Aber im zweiten, da will er zurückkommen. Da will er ihn auf die Zwiekwing. Auf die Zwiekwing? Auf die Knie zwingen. Auf die Zwiekwing! Ach du Scheiße, ich habe einfach Z mit K vertauscht, die ersten beiden Buchstaben und Wörter. Und ich bin so Rille. Warte mal, Leute, ich muss euch gleich mal was zeigen. Hier. Oh, Scheiße, kann ich gar nicht kämpfen. Beste Suppe, Alter. Nissin Teriyaki, Alter. Beste. Eieiei. Und guck mal, ich krieg nicht mal Geld dafür. Ich mach Werbung für die. Eigentlich voll dumm von mir. Nissin, wenn ihr das sehen solltet, macht mal ein bisschen Geld klar, ihr Bitches am Arsch. Eieiei. Komm, diesen Kampf, den müssen wir eigentlich locker gewinnen. Ein Signature und Finisher und Big Show ist weg. Der ist weg. Ja, Mann, jetzt blutet er. Komm, Junge, der blutet, Alter. Der blutet. Alter, was einfach El Rille mit dem Anschlag. Ich finde wirklich, Mark Henry, der hat vorhin krank gekämpft. Der hat richtig krank gekämpft, Mann. Oder das lag einfach daran, dass der schlecht war und das war der erste Kampf. Man weiß es nicht. Aber die Aktion vorhin mit The Rock, das war schon cool gewesen, Alter. Das heißt, wir werden gegen ihn... Schreibt mal in die Kommentare, was das jetzt bedeutet bei der WrestleMania. Wann ist die WrestleMania? Ich habe da ehrlich gesagt nicht so die Ahnung von. Wir gucken mal, was wir als zweiten Signature haben. Hier ist Signature Pelé-Kick. Ja, Mann, der Pelé-Kick, der muss auch mal wieder sein. Der muss sein, Leute. Der Pelé-Kick. Hier. Big Show erstmal schön Seitfalls hier in die Fresse geben. Ach du Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Komm, Big Show, komm doch. Ja, komm. Ja, komm. Warum kommt der da reingekommen? Es ist so eine Ballerina. Komm, Big Show, jetzt wirfst du erstmal da. Pelé-Kick. Oh, scheiße. Ich wollte ihm eigentlich ein bisschen zu spät gedrückt. Alter, wie das wehtun muss, wenn so ein 200 Kilo schwerer Mann auf dich drauf geht, ey. Eieiei. Oha. Was geht denn jetzt mit Big Show ab? Wow. Alter, was für ein Tritt das war. Ist das nochmal das Comeback von Big Show? Aber ich glaube nicht. Auf keinen Fall, Mann. El Rille packt ihn sich jetzt. Wirft ihn nach da. Und jetzt gibt's einen Pelé-Kick. Ja, super. Mach doch den Pelé-Kick, Alter. Mann, ey. Manchmal ist El Rille echt eine verfickte Schwuchtel, Alter, ey. Mein Gott. Fuckt er mich hier manchmal ab. Guck mal, jetzt fliegt er noch vorbei wie so eine Henriette goldene Kette. Ey. Ich flipp gleich aus hier, Mann. Oh, guck mal, wie dunkel es wieder hier wird in meinem Zimmer, ey. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Richtiger Pässe weg. Hallo. Ja, wenn wir jetzt diesen Kampf noch verlieren, ich schwöre es euch, ich werde diesen Controller gegen den Boden schmettern. Ohne Witz. Ja. Ja. Ey. Ich flipp gleich aus. Du verdammter Big Show, Alter. Denkst du auch nochmal, du kannst zurückkommen hier? Hat er diese magischen Bohnen von Dragon Ball gegessen, Alter. Diese, die immer so knacken dabei. Und auf einmal hat er wieder Superkräfte, Alter. Ich will Big Show zum Super Saiyajin ohne seine Haare, ey. Richtiger Krillin, ey. Mann, 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 regt er mich gerade auf. Komm, wir geben dir jetzt ein scheiß Signature, aber unsere scheiß Energie muss man... Ja klar, Big Show macht einen auf Moby Dick. Springt mit seinem dicken Eierschädel gegen uns. Ja, komm, pin vor uns. Ich werde das mit der Nase abwehren. Nee, doch nicht. Wenn wir jetzt verlieren, wenn wir jetzt verlieren... Junge, jetzt haben wir Finisher. Ich gebe dem jetzt so... Was? Was ist denn jetzt los, Alter? Ja, der hat auch noch Finisher. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, hier.
Komm, jetzt gib ihm den Finisher. Mach ihn. Ja, bis der den Finisher macht. Junge, Alter. Richtiger Kestutis, Alter. Ey. Richtiger Kestutis aus Griechenland. Ey, willst du mich verarschen? Ja, komm. Jetzt gib uns noch einen geladenen Finisher. Ich raste aus. Ich raste aus. Ja, der macht wirklich einen geladenen Finisher. Was war das denn für ein Fail, Alter? Scheiße. Big Show, du Failkopf, hä? Was? Hier, Alter, hier. Komm, mach doch den Finisher. Jawohl. Bam, Junge. Jawohl, das musste das Ende sein von ihm. Der liegt da schon wie so ein tote Krabbe, Alter. Komm schon jetzt hier. Ja, Rope Break. Hab ich das gesehen von dem? Wie so eine geisteskranke Bitch, ey. Mann, Mann, Mann. Schlimmer als die Weiber im Club hier, der Big Show. Boah, Junge, fuckt der mich gerade ab, Alter. Ich mach gleich hier alles kaputt, Alter. Jawohl, guck mal. Ja, guck mal, wie der schon ausholt. Ja, klasse, klasse, Big Show. Ja, klasse. Einfach ein Punch. Ein Punch. Jetzt zieht er uns noch in die Mitte. Das ist die neue Physis-Logik von WWE 2K16. Halt's Maul. Ja, nicht mit mir, Alter. Ich kämpfe für meinen Controller. Scheiße, was habe ich gesagt? Wenn ich verliere, mache ich meinen Controller kaputt. Nein, 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 nein. Das ist mein letzter, Leute. Ich habe nur noch einen. Dann kann keine Videos mehr von mir kommen. Eieiei. Ja, es wird mal richtig spannend. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Hätte ich nicht gedacht, dass Big Show so zurückkommt, Alter. Komm her, du dicker Hase, hä? Was willst du? Aufs Maul? Hier. Schmeiß ihn nochmal in den... Ey, guck mal, wie dumm der ist. Ey, ich hau den Schiri um. Hau den scheiß Schiri um, ey. Mann, sieht der Schiri aus wie Alan Harper aus Toon the Half Man, ey. Boah, Junge, hab ich gerade aggressive Phasen gerade drauf. Jawohl, komm jetzt hier. Boah, jetzt kommt er wieder. Boah, was denken meine Eltern, was ich hier mache, Alter? Mein Gott. Oh, Big Show, Big Show. Ey, es reicht doch. Ey, wenn wir diesen Kampf verlieren, haben wir heute beide Kämpfe verloren gegen Big Show und Mark Henry. Und genau das werde ich nicht zulassen, ey. Der wird jetzt noch so einen Signature und Finisher von mir kriegen. Gleich einen dicken Pelé-Seitfallzieher-Kick. Schlag den doch. Jawohl, schön die Beine weggezogen. Das ist immer wichtig bei Big Show, die Beine wegziehen, Alter. Komm, komm, hat der Beine wie ein dünner Spieß, ey. Komm her, komm her. Nochmal. 97, ein Punch. Zack. Jawohl, und jetzt. Ey, ich gebe dem so einen Pelé-Kick, Alter, bitte. Und er schmeißt ihn wieder raus, Alter. Fick doch seine... Ey. Guck mal, der braucht wieder... Guck mal. Hier, Alter. Peniskopf. Mann, guck mal, da liegt der, Alter. Mann, Mann, Mann. Guck mal, der hat gar keinen Penis. Guck mal, achtet mal zwischen seinen Schritt. Sieht aus, als ob der Vagina dazwischen hätte. Sieht er den Strich dazwischen? Die richtige Vagina dazwischen, Alter. Mann, Mann, Mann. Ich wollte nochmal... Big Show, ich wollte dich nochmal was fragen. Wann hast du dann letztes Mal deinen Schwanz gesehen? Mann, 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 Mann. Ja, hier auf seine dicke Eierschädel. Komm, hau drauf, Mann! Genau hier auf die dicke Glatze. Ey. Also gleich... Ist es wirklich vorbei, ne? Guck mal, jetzt braucht er wieder 10 Jahre zum Reingehen. Oh, wie eine Ballerina macht El Rey das. Oh, wunderschön. Hier, hier. Jetzt kann ich nicht mal meinen Signature machen, Alter. Das ist, ey. Ey, das, was ist das für ein Kampf geworden hier, Alter? Ja. Reicht doch mal, ey. Wenn der uns noch zum Bluten bringt, dann ist echt vorbei. Ich hätte auch noch wieder Signature. Unsere Energie ist einfach weg. Unsere Energie ist einfach für den Arsch. Jawohl, er will uns zum Bluten bringen. Guck mal, der kontert gar nicht mehr, El Rille. El Rille ist tot. Guck mal, sein Leben, wenn er jetzt Signature macht, ist vorbei. Ja. Boah, wir kontern, Alter. Junge, wir kontern seinen Finisher. Signature und haben jetzt einen Finisher. Komm schon. Jetzt muss der Finisher her. Was ist unser letzter Finisher hier? Special Moves. Finisher, stehen vor dem Gegner. Sunset im Lauf. Sunset Powerbomb. Komm. Wow, 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 wow. Sunset Powerbomb. Mach ihn. Jawohl. Und direkt der Pin hinterher. Wo war der Pin gewesen, ey? Kranke Attacke. Und jetzt muss der Pinfall kommen. Jetzt kommt er. Der Pinfall, weil sie nicht mehr Rope Break. One, two, three, Alter. Sauber. Was ein Kampf, Mann. Unser Rang ist gestiegen. Und somit sind wir schon mal auf Rang 5. Geht doch, Leute. Ja, mal gucken, gegen wen es bei der nächsten Folge rangehen wird. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht wieder so ein 0815-Gegner. Wir überspringen das Ganze mal und gucken jetzt mal. Man war schon heute richtig krass, die Überraschung mit The Rock. Hätte ich niemals gedacht. WrestleMania gegen ihn jetzt, Alter. Kranke Scheiße. Gegen Bray Wyatt können wir wieder überspringen, Leute. Das war's dann jetzt auch hier von dieser coolen Folge. So viele Überraschungen mit dabei gewesen. Zwei coole Kämpfe gegen Mark Henry und The Rock, gegen Big Show. Und dann auch jetzt hier gegen The Rock dieses Video gerade, diese Sequenz. War einfach nur mega cool, ey. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denken werdet, Alter. Ob wir gegen, wer der Rivale ist. Ob es Big Show, ob es
Brock Lesnar ist oder The Rock. Ich weiß selber ehrlich gesagt nicht. Lasst einen Daumen nach oben da. Morgen geht's wieder weiter hier mit The Walking Dead. Da wird, denke ich, das 1-Stunden-Special kommen. Ich muss gucken, ob ich morgen 2 Videos schaffen werde. Aber wenn ich das 1-Stunden-Special mache, dann ist mein PC komplett überlastet und dann braucht er noch 5-6 Stunden zum Rendern. Deshalb, wir schauen einfach mal, Leute, spontan. Ich bin jetzt raus. Lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut, seid die Besten. Checkt die Videos von gestern ab. Outlast, Walking Dead. Ich bin raus, haut rein und tschö.